dem Schiff dann Stift vorführen. Ach, nö, nee, musst du nicht. Aber ist alles drum und dran, Mann. Was sind zur Hölle Quan und Cannons? Oh. Ach, das Schiff hat echt alles, ne? Also kann man nichts sagen. Kriegsschiffe wissen zu gefallen, so vom Namen her. Von der Ausstattung. Oho, und es ist fertig und. Ja, doch, es ist ein. Sieht ein wenig aus wie ein U-Boot. Kann man da hier irgendeinen Angriff erzwingen? Oh! Bildstrategik Missile. Wie baue ich das jetzt? Oh, es baut schon. Okay. Okay. Es frisst ein bisschen mehr Energie, glaube ich. Er frisst Energie. Ach, die Rakete, die mein Kampfschiff gerade baut. Musst du wohl noch einen Power-Generator bauen? Meine Werte eiern total drumherum von plus 2000 auf minus 1800. Verstehe noch nicht so ganz wieso. Hey! Oh! Ist der Wahnsinn, wie die Werte jetzt rumeiern. Vielleicht baue ich erstmal keine weiteren Schiffe. Brech mal ab. Nicht wirklich freundlicher aus. Was soll's? Ich habe ein Scheitholz. Check, greif mal an. Lass mal angreifen, nicht dahin fahren. Angreifen wo? Einfach die Gegend. Haben wir doch keine Angst. Mehr. Aber das kann es scheinbar nicht. Feuer auf die Gegend kann es nicht. So, wenn ich jetzt noch wüsste, welcher Kreis welche Waffe darstellt, wäre das sehr vorteilhaft. Nicht so wichtig. Braucht doch schon gar nichts mehr. Was ist denn da immer noch so viel Energie? Er kann nur 25 Minuten in der Luft bleiben, sehe ich das richtig? Halt wirklich, danach müssen wir wieder tanken, wie es aussieht. Hey, schon über 20% abgeschlossen. Ein Missile oder was? Nein, das experimentelle Stadtding da. Ich glaube, danach muss ich auch noch eine Rakete oder so bauen. Was macht mein Schiff so? Das schicke ich jetzt einfach mal rüber zu dir. Mhm. Es dauert erst mal eine halbe Stunde, bis es drüben ist. Nicht gerade der schnellste. Und es sieht auch sehr merkwürdig konstruiert aus. Aber es hat was. Gefällt. Vielleicht liegt es auch einfach nur an den gigantischen Bomben, die es hat. Wer weiß das schon. Oder an den aufrüstbaren Raketen. Wie auch immer die können. Oh, die Linie ist schon gelb von meinem Raketenstart-Ding. Was macht deine Artilleriestation? Ah ja, die Eier da so mit 4-6 umher, die repariere ich gelegentlich dann mal mit meiner Einheit. Steht die schon? Ja nicht. Nö, die wird noch gebaut. Ich könnte noch irgendwas abschalten. Prozent? Kann ich nicht so genau sagen. Ja. Über 30% sind schon. Achso. Dann dauert es ja noch ein Weile. Ja, ich baue wie gesagt momentan die Abschussstation, von daher. Das kann ich nämlich noch abschalten. Nichts. Ja genau, die Massextraktoren kann ich abschalten tun.
Hallo? Ach so, ein kleines X davor, ey. Ah. Okay, stellen wir das mal noch ab. Was können wir noch abstellen? Ich glaube, ich kann diese kleine Flakstellung mal abreißen. Stufe 1 ist jetzt nichts, was man unbedingt haben muss. Das war natürlich beeindruckend, wer. Gott, bis mein Schiff da drüben ist, ist das Spiel ja vorbei. Also ich weiß nicht, ich glaube diese ganz große Linie außenrum ist das Radar. Die geht fast über das ganze Karte, wenn ich das so sehe. Okay, das ist leicht pervers. Ja, wow, habe ich auf einmal wieder viel Energie. Und es reduziert sich schon wieder. Was kann ich denn noch abschalten? Nichts? Das ist scheiße. Kann ich die Reaktoren nicht abschalten? Ich brauche so viel Energie. Apropos Energie, ich habe noch mal. Was brauchen wir so? Jetzt brauche ich bloß Energie. Jetzt brauche ich Masse. Ach. Viel Masse. Kann ich hier mal so nah und den ganzen Scheiß wieder anschalten? Oh hey, über 4000 von 12000. Schon über ein Drittel. Yeah, moving. Das wird was. Das wird gut. Habe ich ein Gefühl. Okay, ich gehe mal los. Suche mir noch ein paar Extraktoren. Schieße ein paar von deinen kaputt. Alter! Schade, dass man den Radarbereich nur noch grob irgendwas wahrnimmt. Sonst wäre das echt pervers. Ja. Der ist ja schon halb geschickt. Wieso? Bloß weil das Ding fast um die komplette Karte geht, wenn ich mal Einheit in die Mitte stelle. Ja. Ich bitte dich. Ist doch ganz normal. Mhm. Boah, ich will diese Radarstation, wenn ich diese Bombe endlich fertig haben. Das Stadtding meine ich. Ich habe immerhin schon 40% erreicht. Wie lange baue ich das Ding jetzt schon? Viertelstunde? Dumm die dumm 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 die dumm. Ich kann ja mal was ausprobieren, gucken, ob die so taugt, die Einheit hier. Warte mal, komm mal so nach, ja, oben Mitte, also... Achso, nee. Warum denn nicht? Willst du mal schauen, ob die Einheit was taucht? Tech. Mach doch nicht das, was du willst. Dann kommst du. Feigling. Ich will mein Schiff mal testen. Das hat vier, das hat, nee, das hat, was für Kanonen hat es? Quanon? Was ist das denn? Hat, wie heißen die Kanonen? Quarnon Cannons? Wenn du was kaputt machst, ich töte dich. Ich lag nur was ab und guck mal, was die so taugt. Ja, schwirrst bei mir in der Basis eine Bombe, aber machst alles freck, was will ich sagen. Vor allem was da oben, ich habe keine Verteidigung, du Arsch. Arschloch, verpiss dich! Na wart. Das kriegst du zurück. Ui, der hat eine coole Reichweite.
Alter, hör auf, meine Einheit anzugreifen, die brauche ich noch. Diese scheiß Raketen, die irgendwann mal fertig haben. Lustige Raketen. Na warte, das kriegst du zurück. Oder nicht? War nicht Silvester heute? Ich feier kein Silvester. So. Und das kriegst du so zurück, so zurück. Yeah. Ja. Jetzt hör auf, Mann. Die Schokolade ist jetzt in deiner Basis auch, wo meine Raketen testen werde. Weiß ich. Darum mache ich das ja auch, weil du es eh gemacht hättest. Nein. Doch. Aber egal. Ja, ich lade ihn wieder ein und fahre wieder weg. Versuch für einen. Die richtige Action geht nachher erst los. Sie geht los, ja. Was ist denn so für Einheit? Gott, sieht das Ding scheiße aus, dein Transporter. Ey, dein Transporter hat doch Kanonen drauf, ist ja voll unfair. Will ich. Ist sehr rassistisch, kannst du zurückschießen. Wow, es ist zur Hälfte fertig! Ey! Leck mich. Hey, man kann sogar mehrere Gebäude auswählen, ist ja cool. Hast du ein Glück, dass meine schwere Artilleriestellung nicht fertig ist? Ja. Sonst hätte ich glaube ich. Baue ich jetzt erstmal. Ich breche mal kurz den Bau von diesem netten Gebäude ab. Warum? Und baue erstmal meine Artilleriestellung fertig. Warum das denn? Weißt du, ich will mal sehen, wie die aussieht, wenn sie fertig ist. Komm schon. Wie weit hast du jetzt schon? Baut auf. 5000. 5000? Hm. Auch nicht viel, ne? Naja, von 13.500. 13.000? Bei mir sind es 15.000. 13.500, ja. Hast du den Schrott? Ist da wieder so eine Müll? Na gut, machen wir den Massextraktor mal wieder an. Ist der jetzt an? Ich habe ihn an, aber es bringt irgendwie gar nichts. Plus 12. Plus 12 reißt es auch nicht raus. Na. Massextraktoren bauen. Viele. Was macht denn mein Schiff? Mit endloser Gemütlichkeit. Und einem Radar über die halbe Map. Was heißt halbe Map? Ganze über 90% der Map. Wo ist er denn ungefähr? Sag ich dir doch nicht. Bist du oben rumgefahren oder unten rum? Ich hab ihn einfach rübergeschickt, der fährt schon. Stimmt, oben rum, das kürzer höre. Bei der Geschwindigkeit ist es scheißegal, wo du lang fährst. Wuchst eh so oder so 2 Monate, bis du endlich mal da bist. Bauen wir erst noch einen Massextraktor. Mit einem meine ich mehr als nur einen. Bist auf jeden Fall schon im äußersten Radarbereich. Mit deiner Basis. Toll. Ja, ist super, ne? Mann, bau die Raketenwerfer da langsam ab. Ist das Ding gerade auch? Ja, ich ist nicht gerade auf. Ich wünsche, meine Rakete würde langsam mal fertig werden. Könnte ich schon angreifen? Was ist? Nix, nix. Die wird nie angegriffen. Will ich nie tun. Will ich doch geraten haben. Massextraktor. Ich brauche Masse. Also noch 5 Schweinebraten essen.
Super, dass man die Mastextraktoren und diese beschissenen kleinen Dinger bauen kann. Wow, 10.000 von meiner Artilleriestellung gleich. Wo ist denn mein Schiff? Bis voll im Radarbereich. Schön. Komm schon, komm schon, komm schon. Yeah, 10.000 meine Artilleriestation schon fertig. Feine Sache. Cool, wenn ich mit zwei ganz schön hinzoome, sind dann teilweise die Laserstrahlen, mit denen sie bauen, weg. So, bauen wir noch ein paar Massextraktoren. Die plus 2 bringen, unaufgerüstet. Schöne Sache das. Ach ja. Ich suche dein Schiff gerade, aber ich finde es nicht. Es nähert sich. Immer noch. Schöne Sache. Ich finde es nicht. Hey, der experimentelle Raketenwerfer verbaut irgendwie gar nicht ab. Cool. Oder ist es bloß so lange im roten Bereich, sie müssen abbauen? Ich mache mich dann schon mal bemerkbar, wenn ich ankommen bin. Dauert noch einen Moment. Wobei ich nicht mehr weiß, mit welcher Linie ich da wo sein muss, damit ich auf dich schießen kann. Aber ich wüsste es gerne. Hey, meine Artilleriestation ist gleich fertig. Bei 12.500. Das ist mein Schiff. Oh! Oh, es kann schießen, es kann schießen! Jetzt will ich mal schauen, was das so schadentechnisch anrichtet. Ja, schön. Es schießt, aber ich habe deine Einheit noch nicht im Sichtradius. Ja, oben schießt es. Nein, unten. Oben bin ja ich. Komm schon, wer fertig. Und sie ist fertig. Heavy Artillery Installation. Meine Sache das. Was hast du da noch so? Es braucht eine halbe Stunde, um da runterzufahren. Die Rakete ist immer noch nicht fertig. Leck mich. Oh, das deaktivieren wir mal besser mal. Holla, die halt weh. Jetzt brauche ich wieder Energie. Alles abschalten, was ich nicht brauche. Radio ist noch. Was ist das denn? Oh, du hast mich jetzt mit Lufteinheiten an oder was? Ja. Hä, jetzt hätte ich die überhaupt. Ja? Was ist denn da? Schiffsgeneratoren. Hä, kann ich die auch mal irgendwie kaputt machen? Was ist das denn? Du machst mein Kampfschiff mit Transporter kaputt. Ich glaub aber nicht. Ja, fahren wir mal so. Was ist das denn für ein Einheitenballonsegen? Ja, komm, du machst aber mir auch Schaden. Ja, aber irgendwie... Das macht doch lächerlich, ich habe ein Kriegsschiff. Los jetzt. Das Ding war auch teuer, daher. Oh ja, ich zeig dir gleich mal, was teuer ist. Ja. Yeah. Achtung. So. Da kommt was geflogen. Was denn? Hallo, guck mal in deine Basis durch. Hör auf, ich brauche noch mal experimentelles Ding, du Arsch. Yeah.
So muss er sein. Okay. Was machen wir denn jetzt? Hat er das Ding schon abgeschossen oder wie sieht das aus? Ach, siehst du. Okay. Ich will ja nicht, dass der weggeht. Hey, du Arschloch. Super, du hast gemein. Möglicherweise. Ne? Oh Gott, oh Gott. Ich sehe da was. Was fies, was gemein. Das ist alles. Moment, da passiert noch irgendwas. Oh. Macht das Schaden? Nein. Das wollte ich doch noch gar nicht. Warum stellst du da deinen Commander hin? Das war klar. Ja, wo soll der rumstehen? In der Mitte natürlich, von der Basis. Meiner steht aber in der Nähe meiner Basis. Super, jetzt kann ich meine Raketenwaffe nicht mehr sehen. Ja, kann man ja weiterspielen? Super, was zur Hölle? Du hast die Hälfte meiner Basis auch platt gemacht. Ja. Ich war ja auch schon am Bombardieren. Du kannst ja mal da so zur Insel gucken. Das hab ich. Welche Insel? Gegenüber von dir ist die große. Oberhalb. Nicht bis oben, sondern fast zu oben. Da habe ich ja auch was gebaut. Soll das sein? Siehst du es? Da habe ich meine Artilleriestattung gebaut. Nee, bei dir ist jetzt alles weg. Ich sehe jetzt gerade nichts mehr. Also irgendwie sehe ich nur noch meine Massextraktoren, die ich... Ach, da hast du die gebaut! Ja. Das war der unten. Willst du mal wissen, was lustig ist? Und das hatte ich angegriffen die ganze Zeit. Aber auch erst seit, weiß nicht, 2-3 Minuten. Weißt du, was lustig ist? Was? Meine Kommandoeinheit war gerade auf dem Weg dahin. Oder theoretisch. Die sollte da noch einen Massextraktor bauen. Aha. Aber das ist heftig, die Rakete, die gefällt mir. Ja, toll. Wow, oh, das ruckelt voll, wenn ich die stehende Explosion ruckel. Ja, bei mir auch. Aber nur, wenn ich zu nah ranziehe. Zum Kotzen. Ja, das ist doch gerade richtig, ja. Alleriestelle und dann mitten vom Feind hinbauen, ja. Ja, das war eine gute Taktik. So hätte ich gewinnen können. Ja, Mistkerl, ähnlich. Ja. Und er testet ihr Atomrakete. Bin ich ja froh, dass ich getestet habe. Oh, ich habe 728.000 Punkte. Gott, ich habe fast 26 Millionen Energie verfeuert. Aber wie viele Beschreibungen von dem Ding, wirklich schön. Schießt eine Rakete ab, die so groß ist, dass man zwei Verteidigungsgebäude dafür braucht. Das war die Rakete, diese ganz große experimentelle, oder was? Ja, das war ja nur die Station dafür. Ich vermute mal, die Rakete hätte ich auch noch selbst bauen müssen. Und da stand dabei, dass das Ding schießt eine Rakete ab, die so groß ist, dass man zwei Raketenverteidigungszentren braucht, um sie abzufangen. Aha, verstehe. Ja, zum Schluss hatte ich auch experimentelle Technologie, aber eingesetzt. Kostet recht viel. Kostet 10 Millionen doch bloß. Ich war mit dem Bau von meiner Artillerie beschäftigt. Ey. Deine hat aber irgendwie mehr Reichweite gehabt als meine, kann das sein? Meine war ein bisschen teuer. Meine hat ja 15.000 gekostet. Angeber. Kann auch sein, weil ich deine Basis schon gesehen habe, vorher erkundet habe und du mich ja nicht gesehen hast. Nee, es hat ja maximale Reichweite, oder? Dachte ich, dass dieser Kreis das bedeutet. Keine Ahnung. Aber wenn man so spielt wie wir, ist es ziemlich langatmig. Ja. Wobei ich glaube kaum, dass jemand so online wirklich spielt. Mit Sicherheit nicht. Da spielen nur Anfänger so. Was soll das jetzt heißen? Bin der Überpro, Mann. Ich weiß, das macht überhaupt keinen Spaß, wenn man nur Einheiten baut und dann gleich alles wegrascht. Das ja, ist ja richtig. Ich denke, man kann sich schon ein bisschen schneller aufbauen, als wir es jetzt gemacht haben. Ja gut, ich habe erst eine Weile gebraucht, bis ich gecheckt habe, wie ich die nächste Tech-Stufe bekomme. Dass ich da neue Einheiten bauen muss in einem aufgerüsteten Gebäude, toll. Aber dafür hatte ich dann gleich Tech-Stufe 3. Naja.
Aber schönes Bild. Ganz. Links. Im Hauptmenü. Also Video. Welches? Ja, dieses Video. Oh. Ja. Der experimentelle Bomber wäre bestimmt auch interessant gewesen. Also das Video ist spannender als unser Let's Play, glaube ich. Ja, die bauen da irgendwie so Zeug, das nennt sich, glaube ich, Einheiten oder so. Ja, weiß ich auch nicht, was. Aber ich finde vom Design her, das Schlachtschiff fand ich schön, ja, doch. Hat viel Schönes. Das riesige UFO sah halt lustig aus. Welches? Was im Video da kommt. Das riesige UFO da. Das, wo abgeschossen wird? Ja. Wie schießt man so ein riesiges Ding ab? Völlig überzogen, das Spiel. Deine Rakete. Davon konnte ich 5 Stück bauen. Und ich habe die Produktion der Rakete schon gestartet, bevor ich losgefahren bin. Das heißt, als sie unten war, kurz danach war sie fertig. Wie willst du denn da 5 Stück bauen? Brauchst halt 3 Stunden, aber sonst. Ah. Naja, gut, lassen wir das erstmal Folge. Ja. Können wir ja einmal nochmal eventuell machen. Dann rasch dich. Ja, mir gefallen die Bomben. Okay, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Jo. Spasti. Yeah.